Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für das Deutsche Rote Kreuz die Bürgermeisterwahl auch von Bedeutung ist und gerade in Bezug auf Ehrenamt und Unterstützung. Welche Erwartungen hast du persönlich an den neuen Bürgermeister? Das ist natürlich nicht nur für das Deutsche Rote Kreuz, unseren Kreisverband hier sehr wichtig und elementar entscheidend, sondern für alle Sozialverbände, die vor allem auch im ehrenamtlichen Bereich sehr unterstützend wirken, wo der ganze Wohlfahrtsbereich natürlich direkt an der Basis der Menschen ist, in der täglichen Arbeit, ob das jetzt unsere Kleiderkammern sind, ob das der Katastrophenschutz ist, ob das die Blutspende ist, also alles, was in diesem Fokus zusammenarbeitet und sich im Netzwerk gegenseitig unterstützt, ist natürlich sehr darauf angewiesen, dass wir nicht nur kommunal politisch wichtige Entscheidungen haben, die uns fördern und uns unterstützen und im Endeffekt natürlich auch die Bürger und die Menschen, sondern dass wir natürlich auch eine Arbeit haben, die an der Basis gesehen wird, wo man vielleicht jetzt nicht nur das Ganze offiziell ehrt, ne, sondern auch wirklich tatkräftig unterstützt in der täglichen Arbeit. Und das ist für uns wirklich elementar entscheidend, um überhaupt dieses ganze Netzwerk, diese ganze Struktur am Laufen halten zu können. Welche Aufgaben sollte der Bürgermeister zuerst angehen, wenn er im Amt ist? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich wirtschaftlich entscheidend für Güstrow, ne, dass wir nicht nur mit Gewerbesteuereinnahmen arbeiten können, sondern auch, dass der Tourismusbereich belebt wird. Und da, glaube ich, sind viele Ideen wichtig, die Innenstadt zu beleben, eventuell durch Pop-Up-Stores, durch Einbeziehung der Gewerbetreibenden natürlich, die Ideen haben, auch der Vermieter, dass man da wirklich eine Quartiers- und Projektarbeit gestaltet und wirklich irgendwas Sinnvolles, Elementares macht, ne? Oder auch generationsübergreifend. Ein Erlebniscafé mit Senioren und Kindern wäre zum Beispiel auch eine tolle Idee oder eine Projektfläche, wo man sich mit einbinden kann. Also einfach, um wirklich ein Magnet, ein Leben in die Stadt reinzubringen. Und der Tourismus natürlich genauso wichtig, da Güstrow eine ideale Schnittstelle ist zwischen der Ostseeküste, Berlin, der Müritzregion. Kann man hier sehr, sehr viel machen. Wir haben wunderschöne Gegenden wie den Inselsee. Ne? Wohnwagenflächen wären da natürlich eine tolle Idee beispielsweise, um einfach auch Touristen bundesweit und auch europaweit hierher zu locken. Fühlst du dich ausreichend informiert über die Bürgermeisterkandidaten und welche Möglichkeiten hast du genutzt, um da einigermaßen Bescheid zu wissen? Also grundsätzlich spiele ich den Ball natürlich da gerne zurück. Da seid ihr wirklich ja Vorreiter, was die Information und die Medienlandschaft hier für Güstrow und die Region angeht. Und habt ja wirklich versucht, da wirklich so viel abzubilden, gerade auch mit der Sprechstunde der Bürgermeister jetzt im Studio 2, wo man sich wirklich sehr gut informieren konnte und ihr das natürlich auch sehr breit gestreut habt, dass auch wirklich ein Senior mit dem Hinweis, er kann das bei YouTube nachvollziehen, sich das Ganze in Ruhe anschauen kann, bis hin natürlich zu der physischen Werbung, zu den Plakatierungen, zu den Menschen, die wirklich als Kandidaten auch vor Ort sind, ne, sich jetzt schon im Ehrenamt engagieren und natürlich einfach so ein bisschen auf die Fläche und an die Menschen herantreten, ne, um so ein bisschen in den Fokus zu rücken, um auch wirklich zu sagen, ne, was sie machen möchten für Güstrow. Okay, ich würde sagen, vielen Dank. Lassen wir die Spiele beginnen. Dankeschön. Sehr gerne.